Hallo, da ist eine richtig groß. Ja. Ich bin zu klein. Das ist das Maskottchen. Da ist er vom Baumwipfelpfad. Genau. Und da gehen wir jetzt hin. Das Teil ist, also der Pfad selber, 4 bis 21 Meter hoch in den Baumwipfeln, wie es ja dann auch so schön heißt. Und das Ende ist dann der Adlerhorst. Der ist dann 40 Meter hoch. Da vorne ist der Guide. Ich glaube, ich höre nichts von dem, was er uns erzählt. Und weiter mit Drehrumbum. Na, soll ich mal zeigen, wie ich mit Drehrumbum aussehe? Da sehen wir, es geht also tatsächlich mit Kinderwagen. Auch in doppelter Ausführung. 1,2 Kilometer soll er lang sein. Und mit vielen Pausen schafft man das locker. Für die ganz Mutigen. Einmal so um die Ecke gehen. Ja, dann sind wir noch mal mutig hier, ne? Da ist er nun endlich. Und wenn wir da oben sind, dann haben wir garantiert einen Drehrumbum. Da gehen wir jetzt hoch und da gucken wir dann runter. Dann drehen wir uns mal hoch. Drehen, 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 drehen. Bis dahin. Haben wir ein bisschen zu tun. Also Leute, es windet ein bisschen. Deswegen zeige ich mal schnell die schöne Aussicht. Und dann höre ich hier mit dem Genießen auf. Ich nehme euch einmal auf die Runde mit. Ja, schon erstaunlich, ne? Nicht so ein tolles Wetter, aber gut besucht alles. Und am Ende, wenn man es dann geschafft hat, ne, dreht man sich hier runter. Und wir sehen uns unten wieder. So, jetzt wieder mit festem Boden unter den Füßen. Also mit viel Zeit, glaube ich, 1/3 Stunden war ich jetzt. Aber es reicht. So, einmal kräftig durchgeweht, bin ich jetzt in dem Baumwipfelpfad. Keine Ahnung, wie das hier heißt. Jedenfalls in diesem Zentrum, Naturerbezentrum. Hieß es früher, jetzt habe ich mir gerade sagen lassen, das heißt jetzt Baumwipfelpfad das Ganze. Also dann ist das dann Erlebnisausstellung zum Baumwipfelpfad. Und das Spannende ist, seit diesem Jahr kann man die kostenfrei besuchen. Das heißt, man braucht also nicht das Ticket für den Baumwipfelpfad zu kaufen, um dann hier reinzukommen. Also eine Schlechtwettervariante. Ich muss gestehen, ich bin auch ein kleiner Museumsgänger. Also wenn ich dann schon mal irgendwo drin bin, dann gucke ich mir auch tatsächlich alles in Ruhe an. Nicht so wie jetzt hier mit euch. Aber ihr solltet ja selber reingehen. Gut, also wie gesagt. Guckt euch in Ruhe an. Ich habe gerade gesehen, gibt viel zu lesen. Ist also wirklich eine Variante für Schlechtwetter. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Schön, dass ich noch hier reingeschaut habe. Also, Fazit. Das hier ist eine Schlechtwettervariante. Das könnt ihr natürlich erst mit euren Kindern machen. Und wenn ihr es gemacht habt, postet es. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich bin gespannt.